Ist die FDP sozialliberal, liberal oder wirtschaftsliberal, will Pavo wissen. Will er das für den Bund oder für Berlin wissen? Für Berlin, du sprichst für Berlin. Also in, ja. Sozialliberal, liberal oder wirtschaftsliberal? Oder neoliberal? Also neoliberal gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja so eine Legende, die da immer noch gerne hochgehalten wird. Wird der Blick in die Kamera, der Zweifel. So. Also aus meiner Sicht ist die FDP in Berlin sozialwirtschaftlich liberal. Volles Rohr. Lorenz will wissen, kann ewiges Wachstum funktionieren? Ewiges Wachstum, ja. Ihr seid doch eine Wachstumspartei, oder? Ihr seid für wirtschaftliches Wachstum. Na klar kann ewiges Wachstum funktionieren. Es wächst, wie denn? Es wächst immer alles mit Kontinuität, mal schneller, mal langsamer. Aber wir stehen ja heute nicht da, wo wir vor 5 Jahren standen. Und wir werden auch in den nächsten 5 Jahren nicht dastehen, wo wir heute stehen. Also Wachstum ist allgegenwärtig. Die Frage ist immer nur, mit welchem Tempo. Aber Wachstum kann doch nicht unendlich sein. Man kann doch nicht unendlich wachsen. Naja, aber ich meine, wir reden, wir haben vor wenigen Jahren ja auch noch nicht über Elektroautos gesprochen und trotzdem reden wir heute darüber. Und die nächste Frage wird sein, ob wir über autonomes Fahren reden. Das ist dann die nächste Stufe vielleicht. Also deswegen sage ich ja, Wachstum ist immer da. Mal ist es stärker und mal ist es kleiner. Aber Wachstum wird es aus meiner Sicht immer geben in einem gewissen Maß. Herr Fenchel, wir wissen, wann können wir mit einem Zusammenschluss beider Parteien, also anscheinend AfD und FDP, zu AfDP rechnen? Gar nicht. Warum nicht? Weil die AfD das komplette Gegenteil der FDP ist. Die AfD macht Politik, die auf Angst ausgerichtet ist. Wir machen eine Politik, die auf Mut ausgerichtet ist. Wir machen eine Politik, die sich nicht am Protest orientiert, sondern an Lösungen orientiert. Und schon allein die zwei Sachen passen nicht zusammen. Aber dass wir beide wirtschaftsfreundliche Parteien sind, das stimmt schon. Ich habe von der AfD noch nichts Wirtschaftsfreundliches gehört. Ernesto will wissen, findest du den Kapitalismus wirklich so toll? Wenn ja, warum? Der Kapitalismus hat uns ja auch das alles gegeben, was wir heute haben. Und für mich ist er kein Teufelszeug. Also ihn gibt's noch, aber den Neoliberalismus nicht mehr. Ja. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.